das war süß. Also, dass er sie beschützen wollte und so. Hm. Was ist los, Sally? Jack, Oogie Boogie hat Niki aus dem gekidnappt. Oh nein! Und er ist im Weihnachtsland unterwegs. Na los, Jack, wir müssen uns beeilen. Das ist nicht nett. Mama verwandelt keinen Nikolaus in einen Herzlosen. Das gehört sich nicht. Das können wir doch nicht machen. Es ist bald Weihnachten. Ich will meine Geschenke haben. Das muss jetzt nun echt nicht sein. Nein. Böse Boogie. Böse Boogie. Ich mag Sally irgendwie. Ich mag die. Ich mag sie auch. Ich muss sie nur nicht anknabbern. Ich habe mir auch schon diesen Film davon angeguckt. Ich fand es toll, dass die beiden echt, die passen echt gut zusammen. Nightmare Before Christmas meinst du? Ja, der Film ist echt toll. Ich habe ein bisschen umdekoriert. Aber noch bin ich nicht zufrieden. Keine Frage, klare Ansage. Wir brauchen hier noch etwas mehr Oogie-Boogie-Flair. Hoffentlich steht dem alten Knaben die Verwandlung in einen Herzlosen auch so gut zu Gesicht. Oh, oh. Du Tollpatsch! Du bist noch hier? Verschwinde wieder dorthin zurück, wo du herkommst. Du versaust mir die Show. Hast du schon vergessen, wer dich wieder zum Leben erweckt hat, du Undankbarer? Tut mir leid. Ich kann mir nichts merken. Wie du meinst, du Lachsack. Dann geh doch an deiner Selbstüberschätzung erneut zugrunde. Nicht gut. Das Haus vom Dickelhaus. Es brennt, es brennt. Rennt alle in das Haus. Aus dem Haus. Nein, in das Haus. Wie Jack geht es ungewöhnlich? Ja, nee, ist klar. Ja. Wollt ihr mich hoch hinausbringen? Kein Problem. Ich kann auch selber laufen. Endlich kann auch noch viel weiter. Noch viel weiter! Mein Karussell! Los, Rainer. Lade dich auch mal auf. Weißt du, was mir eigentlich einfällt? Im Haus vom Professor war doch noch eine Kiste, oder nicht? Weißt du doch noch ganz am Anfang. Stimmt, ja. Die haben wir noch gar nicht eingesammelt. Ne, dann laufen wir jetzt zurück. Scheiß auf Nikolaus, die Kiste ist wichtiger. Nein, ich bin falsch abgebogen. Oh, doch nicht. Da hat nämlich noch eine Kiste gehabt, die wollte ich noch haben. Total vergessen. Nur gucken, wo man da hin muss. Ist eigentlich nicht weit. Ich glaube, das ist nämlich die Kiste von Halloween Town. Mhm. Klar, ich weiß.
mittlerweile, wie die Scheiße hier aussieht. Vorsicht, klappt eine. Aber ich möchte die eigentlich mit haben. Das ist auch, glaube ich, dann das Einzige, was mir fehlt, ne? Ja. Wo ist denn überhaupt hin? Ja. Ah! Ist hier hin? Für den Professor? Ich glaube, ja. Ja! Professor Finkelstein. Oder Dr. Finkelstein. Kiste! Kurze Auszeichnung. Das habe ich zwar irgendwie in 5 Jahren Umweg gemacht, aber... Der Abflussgraben wird umgebaut. Drübersteigen auf eigene Gefahr. Ja, okay, macht Sinn. So. So, jetzt kann ich irgendwie wieder raus. So, jetzt können wir den Weihnachtsmann retten gehen. Lauf, Sora, lauf! Scheuer irgendwie, ne? Wegen einer Kiste wieder um die halbe Welt reisen. Aber das ist uns wert. Ja, ich mag das nicht. Wenn ich weiß, dass da noch eine ist, dann... schnell holen. Schnell, wir müssen Niki rausretten. Ja, jetzt sowieso. Habe ich ja alle Kisten da zusammen, glaube ich. Gleich mal gucken, wie die Oogie-Boogie funktionieren, ne? Ach, ich weiß das schon gar nicht mehr. Das Spiel zwar schon so oft durchgespielt, aber manche Sachen vergisst man dann. Weil man hat dann ja nur so seine Lieblingslevel, sag ich mal, und so seine Lieblingsbossfights. Aber... Oh, das Karussell ist dein Ding, ne? Ja, ich mag das. Nochmal aufladen und dann rein. Genau. Hier. Das ist Donald und Abmarsch. So. Jetzt kann ich meine Geschenke holen. Ich war auch artig. Jack Skellington! Noch Oogie! Wir beide, du und ich, haben noch eine Rechnung offen, Jack. Das gilt natürlich auch für deine Freunde. Was hast du mit Niki Graus vor? Mit wem? Niki Graus? Wovon redest du, Knochenmann? Und was im Dreikäfersnamen mag dieser Rotmantelaffe hier? Mag die Biege, Opa! Niki Graus! Ihr Kleinen! Problem sein. Oh.
glaube, die Scheibe muss kaputt gehen. Er ist unten. Arschkreuz. Ach, verdammt. Naja. Oh! Das muss nicht. Ich bin eine Runde Football gespielt. Hallo? Du musst direkt davor sein. Ich mach euch Platz. Hilfe! Ach schon. Donald ist futsch. Wer ist tot? Donald. Oh, echt. Ah, ich muss irgendwie auf die andere Seite kommen. Weiter! Ja, jetzt. Er ist runter. Ja. Nee, geht hier gar nicht. Weil du Ruby nicht hast. Ja, genau. Vergiss das immer. Der letzte Ball. Schwein gehabt, oder? Ja. Na, fang mal dran. Nicht darüber. Haben wir angefeuert? Ja. Ja. Jutschi! Yep. Aber das sollte an sich kein Problem sein. Offen? Ja. Warum nicht, ne? Hat wieder gewechselt. Jetzt. Das war mehr als knapp. Irgendwie schon, ja. Gib mir Geschenke, ich war auch ganz artig. Geh vom Laser weg! Reicht doch. Jetzt fahr doch schon runter, Mann! Die Zugabe! Ja, hier, bitte! Hast du gerne kriegen? Unten! Schnapp ihn dir! Ich dachte, ich kriege ihn jetzt nicht mehr. Und das haben wir das Mal. Wegen manchen Sachen denke ich mir, ich schaffe nicht.
Alles klar, Weihnachten ist gerettet. Sehr gut, jetzt kann mein Weihnachtsfest kommen. Aber lasst uns der Pickel aus. Ja, bleib du bei Halloween und dem gruseligen Zeug. Jack. Hier, es ist fertig. Wunderbar. Einfach perfekt. Danke, Sally. Jack, musst du das wirklich tun? Aber ich gebe einen tollen Weihnachtsmann ab. Ach, hör zu, Jack Skellington. Du hast mich und Weihnachten gerettet. Dafür danke ich dir. Aber bring bitte keinen Ärger mehr mit ins Weihnachtsland. Und was dieses Kostüm betrifft, du willst doch nicht etwa für mich als Weihnachtsmann einspringen. Ich dachte nur, dieses Jahr könntest du dich endlich mal ausruhen. Du bist doch sicher immer ganz erschöpft von den Vorbereitungen und brauchst Urlaub. Und ich sehne mich mal nach einer Abwechslung. Ah, ja, der Weihnachtsmann zu sein ist anstrengend. Aber ich verrate dir was, Jack. Die vielen glücklichen Gesichter der Kinder, die meine Geschenke in Empfang nehmen, geben mir die Kraft und den Ansporn für meine Arbeit. Jahr für Jahr für Jahr. Und du, Jack, du magst es doch, wenn ihnen der Schrecken ins Gesicht geschrieben steht, ihnen Angst und Bange wird. Was, wenn jemand dir das wegnehme? Wir beide erfüllen eine wichtige Aufgabe in der Welt, Jack. Ich muss mich um Weihnachten kümmern und du dich um Halloween. Und deshalb müssen wir beide auch unser Bestes geben. Schließlich bist du das Gesicht von Halloween, Jack Skellington. Der Kürbiskönig, der Meister aller Albträume. Und obwohl dich Weihnachten faszinieren mag, Jack, ist Halloween dein Element. Keiner kann das so wie du. Die Kinder verlassen sich auf uns, also an die Arbeit. Bereite das nächste Halloween vor und ich muss jetzt den Kindern eine Weihnacht liefern. Du hast recht. Ja, ich bin der Meister des Spuks. Und wenn Halloween zur Routine wird, muss ich mir nicht ein neues Fach suchen, sondern sie mit neuen Ideen zum Schreien bringen. Jack! Oh, Jack! Hier steckst du also! Ich hab die Pläne für das nächste Halloween. Ich muss sie mit dir durchgehen, damit wir anfangen können. Viva! Viel Glück, Jack Skellington. Und schon ist der Fall bei der Sache. Ja, und auch ich darf mir ganz gewiss nicht weniger Eifer leisten. Oh! Oh, Jack, jetzt ist keine Zeit für Späße. Was ist das? Jedenfalls etwas zu festlich für unser Halloween. Wir müssen jetzt los. Bevor ihr geht, Sora, du hast doch diesen guten Freund. Der dir laut meinen Aufzeichnungen damals gesagt hat, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Ja, stimmt. Das hat er gesagt. Grüß ihn ganz herzlich und erzähl ihm doch von mir. Mach ich, aber wissen Sie, wo ich Riku finde? Nein. Aber gib nicht auf. Und vergiss nicht, wenn du an Riku glaubst,
findest du ihn auch. So wie du mich gefunden hast. Alles klar. Magnetelement sendet eine Kraft aus, die Gegner anzieht. Oh, nee. Wollen wir nicht so anfangen? Nee. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Oh, Halloween Town ist fertig. Yay. Yay. Und jetzt können wir ins Kack Reich machen. Ins was? Einen Kack machen? Achso, ich hab verstanden, jetzt Kack machen. Ich dachte, was? Klar. Nee, hätte ich sowieso vorgeschlagen, dass wir jetzt einen kleinen Cut machen. Obwohl der Kürbis einen ziemlich coolen Monokel hat, findest du nicht? Ja, einen grünen Monokel. Genau. Ach, doch. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann mit Sicherheit im nächsten Part wieder in Kingdom Hearts. Und bis dahin, tschüssi!